Ja, ne, das ist halt eben, Bier, Bier ist ne, Bier. wir haben die Wirkarte gemacht, wir haben wir gemeinsam gemacht, also wir ist schon bei uns halt eben auch ganz lange irgendwie ganz drin und sind halt eben tausende Leute mit dabei. Und im Moment haben wir halt durch diesen Fall, der deswegen so besonders ist, ich versuche das hier gerade wirklich kurz zu halten, deswegen frag, wenn du irgendwelche Fragen dann hast, dann ja, kann ich auch ausführlich antworten. Gerne. Aber das Geile an dem Fall ist, dass da so viele Verfahrensfehler durch, dass der ganze Fall an sich eine Farce ist, dass ich selbst ohne Anwalt in der Lage sein werde, die ja auseinander zu pflücken. Und die wollen tatsächlich mich vorher sogar noch auf meine geistige Zurechnungsfähigkeit prüfen. Na, sollen sie mal. Ne, da habe ich halt eben keine Angst vor. Ich habe auch keine Angst vor irgendwelchen Konsequenzen, die mir androhen, mehr als wegsperren, können die mich nicht, da können sie mir aber nichts mit. Und deswegen gehe ich das Risiko ein, was für mich eigentlich gar kein Risiko ist. Sondern, ne, was mir dadurch aber halt eben jetzt wirklich, wirklich helfen kann und für mich einen immensen Unterschied macht, ist jedes einzelne Paar Augen, was auf diesen Fall gerichtet ist. Was du letztendlich jetzt damit machst, das ist völlig dir überlassen. Ich wollte dich da nur mal mit der Nase drauf stoßen, weil ja, das ganze Ding ist tatsächlich eine Publicity-Aktion. Aber es ist ein Präzedenzfall. Und wenn ich mich als freier, souveräner Mensch vor diesem Gericht behaupten kann, dann kann das ab dann jeder. Ja. Das heißt, wir kommen da einen guten Schritt weiter und je mehr Leute. Ne, jetzt frage ich dich nicht, ob du einen Anwalt helfen kannst aufzutreiben, sondern jetzt sage ich, wir brauchen Presseleute. Ich brauche möglichst viel Presse an diesem Termin in Manacor auf Mallorca am 20. November um 12:30 Uhr. Ja, du bist. Und wenn es nur Leute sind, die nur so tun, als wären sie. Das heißt, wir brauchen im Moment Leute auf Mallorca, die interessiert sind und da einfach hinkommen und zeigen, dass da Interesse dann besteht an diesem Fall. Dass der nicht einfach unter den Tisch zu kehren ist. Ja, ich bin ein Spinner. Da haben sie wohl recht. Aber die müssen nicht meinen, dass ich alleine wäre. Und das würde ich denen gerne zeigen. Und dieses Ding ist dann halt eben noch was viel Größeres. Da können wir nämlich nicht nur im Gericht zeigen, dass wir viele sind, sondern wir können es tatsächlich dann auch in die Medien bekommen. Und dann können wir eventuell so ein bisschen den Status quo ändern. Ja. Kommt halt Okay, drauf an, wer also. alles mitmacht. Das ist wie immer das Zünglein an der Waage. Nee, wie heißt das? Keine Ahnung. Ja, doch, so, ne? Irgendwie Ja. sowas. Ja. Also, grundsätzlich erstmal Hut ab, was ihr da alles schon macht. Für das Bier ist immer gut. Und was ich, wo wir unterstützen können, das ist, dass wir so eine Bitte, einen Wunsch, dass wir den irgendwie eilig machen. Und dass wir den an die Leute, die wir kennen, weitergeben, dass es sich verbreitet, dass dieser Termin, also wenn du jetzt diese Eckdaten uns per E-Mail, sage ich mal, zuschickst, dass wir wissen, wann das wo stattfindet, dass wir das in den Portalen, wo wir sind, einfach bekannt machen und sagen, da braucht jemand Unterstützung. Und das geht sehr einfach. Und zwar hat die Ines dafür die IUV-Help-Seite gemacht. Habt ihr die schon mal gesehen? Das ist Dann das schreibt ihr mal Ding. auf. Das ist Ja. das Ding. Da möchte ich dich einfach bitten, wenn du es kennst, zu tun, Entschuldigung. was du kannst. Weil wenn ich das alles wieder alleine mache, dann müsste ich mich jetzt bei, ich weiß nicht, wie Nein, vielen nein, Leuten. nein, 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 brauchst du nicht. Das ist Ah. ganz einfach. Und zwar die IUV-Help-Seite. Ne? Da Ja. gibt es ein vorgedrucktes Formular. Das kann also jetzt jemand, der jetzt bei euch ist, da, der jetzt dir bei Ja. dir ist, kann sich das, kann da nur, der trägt da im Prinzip deinen Namen ein und diesen Standort, wo da Ja. was abgeht. Und dann kann das, da kann man ankreuzen, glaube ich, Unterstützung anfordern. Ja? So, Alles und klar. dann forderst du quasi über IUV Help, forderst du überall Unterstützung an.
Überall, wo das ist. Ja, und dann können Leute, die vor Ort sind, die können da hinkommen zu dem Termin, ja. Ja. Da können Leute, die weiter weg sind, können zum Beispiel, da gibst du ja die Adresse an von diesem Polizisten wegen mir oder diesem Gericht oder so, ne? Und dann kriegt dieses Gericht, kriegt von überall aus der ganzen Welt Krieg Kulanzmitteilung dahin geschickt. Ah, das wie wir eigentlich mal gedacht haben. Ah, sehr geil. Pass auf, Joe, ich finde das super. Das ist genau das, wie ich das haben wollte. Pass auf. Jetzt genau. Du schreibst, wir haben ja schon auch ordentlich ein bisschen vorbereitet. Deswegen, ich schicke dir den Link zum Blog, der jetzt seit 3 Tagen da besteht oder so. Und in dem Blog wird dann jetzt auch das Video mit diesem Gespräch hier direkt dann auch mit reinkommen. Das heißt, wir brauchen einfach nichts weiter zu tun, als den Blog bekannt zu machen. Das heißt, in dem Blog ist alles gesammelt, alles, was mit dem Fall zu tun hat. Ich werde da sagen, mit wem ich arbeite, wer mir welche Möglichkeiten gibt und solche Sachen. Und vor allen Dingen, auf welcher Argumentationsbasis ich das Ganze letztendlich mache. Das heißt, da ist alles, was mit diesem Fall zu tun hat, brauchen wir eigentlich nur diesen Blog zu promoten. Und letztendlich haben wir alle was davon. Ich kann es ja mit dranhängen. Moment, bitte, also das kannst du alles damit integrieren. Genau. Das ist überhaupt keine Frage. Wichtig ist, dass du diese offizielle, in Anführungszeichen, Anforderung über die IUV-Help-Seite machst, weil das ist ja Kulanzmitteilung. Deswegen frage ich, hast du da einen Link zu? Dann schick mir den doch bitte kurz mal zu und dann kann ich den im Blog nämlich direkt schon auch verlinken. Verstehst du? So funktioniert das. Zack, zack. Ja, du, ich habe da einfach nur gesagt. IUV-Help-Seite aufrufen. Ja, okay. Das haben wir ganz schnell gemacht. Kein Problem. Alles klar, super. Dann das machen wir, das kriegen wir schon noch hin. Ja, alles klar. Ja, genau. Ja. Und das ist das Wichtige, also das ist die Unterstützung, die sich jeder abrufen kann. Ja. Und sie basiert eben halt auf den UCC-Einreichungen, die seit 25.12.2012 gültig sind. Ja. Super. Und damit bedeutet das, dass weltweit, egal wo du bist, ob du jetzt in Spanien bist oder wo auch immer, bist du entsprechend über dieses Handelsrecht, ja, geschützt, dass es nur noch Verträge von Mensch zu Mensch gibt und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Perfekt. Aber das ist da drin und damit bist du in der Lage, die Menschen, die das lesen, zu aktivieren. Die können das in ihre Blöcke posten, die können das überall hin verteilen und dann kann jeder, wenn diese Adresse angegeben ist, ja, von der Polizei oder von diesem sogenannten Gericht, können die Menschen, die auch weiter weg sind, ja, können die dorthin schicken, per E-Mail, per Fax, wie auch immer. Das ist perfekt. Das ist echt perfekt. Das ist genau das, was ich haben wollte. Danke. Das ist super. Danke. Vielen Dank. Das ist wirklich perfekt. Perfekt. Ja, einfach miteinander. Ja. Wir dürfen einfach miteinander darüber sprechen, was für alle Gültigkeit hat. Und wir machen das ja nicht, um jemand anders dadurch irgendwie das Gegenteil von gut zu tun, sondern wir machen das ja deswegen, weil wir diese Menschen eben halt mit in die Arme nehmen und sagen, hör mal, das gilt für dich auch. Ob du jetzt in Spanien lebst oder wo auch immer. Ja. Das ist für uns alle gültig. Okay? Ich finde deine Wortwahl super geil. Vielen Dank, das hat das alles nochmal sehr gefestigt. Sehr inspirierend gewesen, das Ganze. Immer noch. Jo, ich freue mich, über den Kontakt. Lass uns einfach gucken, eventuell kann man den noch ausbauen. Würde mich sehr freuen. Vielleicht kannst du meine Freundschaftsanfrage mal bestätigen bei Facebook. Haben wir auch. Entschuldigung, ja. Ich freue mich. Keine Entschuldigung nötig, war keine Entschuldigung da. Ein Wunsch. Also, ein Wunsch meinerseits. Gerne. Ich mache das so, kann ich euch auch sagen. Wir arbeiten ja hier zusammen, meine Frau und ich, und somit haben wir auch eine gute Einteilung der Aktivität. Und sie macht das eben halt viel besser mit dem Internet und diesem ganzen Kram. Und ich mache das dann hier direkt persönlich in diesen Telefonaten oder Skype-Gesprächen oder Videokonferenzen. Das ist eine gute Verteilung. Das war ein sehr nettes Gespräch mit deiner Frau übrigens. Liebe Grüße. Ja.
stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ja, gerne. Ich nehme an, Manuela, ne? Ja, genau. Du bist die Manuela, ja, ja. Wunderbar. Ja, und dich darf ich jetzt einfach Jesus nennen, oder wie soll ich dich nennen? Bauchi, passt schon. Bauchi, ist auch gut. Alles gut. Eigentlich ist es Jesus Bruder Bauchi. Ich bin Bauchi, ja, das vom, vom Stamm ganz, der Jesusbrüder. Okay, also sprech dich so an, wie ihr das gerne möchtest, und dann passt das. Ja, ja, genau. Die meisten sagen Bauchi, das werde ich jetzt auch der Richterin sagen. Ich bin Bauchi. Ja, Georg okay, Beres ist nicht hier. Georg Beres verweigert unter Berufung auf UCC und so weiter die Teilnahme an dieser angeblichen Gerichtsverhandlung, von der ich der Frau noch klar machen werde, dass sie keine ist, sondern eine Vertuschungsaktion. Da weiß sie aber noch nichts von. Yeah. Vielleicht hat sie es inzwischen rausgefunden. Wichtig ist dabei, dass wenn du da hingehst, das kann ich dir empfehlen, dass du in die komplette Liebe gehst und dass die Dame, die da sitzt, wer auch immer das ist... Ob ich kenne sie ja schon, ich mag die ja auch noch voll. Das ist total cool. Ja, es ist so leicht, sie als meine Schwester zu sehen und nicht als Gegnerin. Genau, also das ist genau. Perfekt. Das ist wichtig, dass wir das zeigen. Und dann, was ich auch gut finde, das habe ich selber auch schon mal gemacht, wenn du da hingehst, dann haben die ja was zu sagen und wir haben ja vielleicht auch was zu sagen. Mhm. Dann das, was du sagst, ja, so eine Art Statement oder irgendetwas so in der Richtung, dass du das dir aufschreibst, bitte. Ja? Ja. Und dann liest du das vor. Und wenn du das vorliest, ja, dann müsstest du auf der Seite auch sehen, auf der UV-Help-Seite, da habe ich mal so einer Richterin was vorgelesen. Ja. Das habe ich komplett da auch reingestellt. Und zwar hat das folgenden Grund und ist einfach sehr angenehm. Das, was du da vorliest, ja, kannst du eins zu eins ja dann in die Blöcke stellen und die Information nach diesem Termin. Mhm. Das bedeutet also, du kannst exakt uns danach alle informieren, was du da wirklich gesagt hast. Okay? Zumindest in dem vorbereiteten Teil. Ich bin das gewohnt, das noch viel exakter wiedergeben zu können. Ja, also das... Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, und ist auch richtig so. Das Ding ist, ich weiß nicht so ganz genau, womit ich da zu rechnen habe. Ne? Also sie werden mich nicht mit nichts richtig überraschen können. Sie werden mir nichts bieten können, was ich mir nicht vorstellen kann. Dafür das System ist nun mal das System. Das System macht Systemdinge, die kennen wir. Das ist alles immer das Gleiche. Das heißt, ich weiß nicht, womit sie mir kommen werden, aber ich bin auf alles vorbereitet. Aber ich habe halt eben mittlerweile auch meine Möglichkeiten, mit solchen Leuten halt eben auch auf einem völlig anderen Level zu reden. In der Regel ist das quasi so, dass diese Leute quasi eine Begegnung der dritten Art haben, wenn die mit mir zusammentreffen, weil ihnen jedes Mal was passiert, was überhaupt gar nicht in ihr Konzept passt. Und damit, ne, ich war mal 10 Monate mit einer Hypnotiseurin zusammen und da habe ich so ein paar Sachen über Verwirrungstaktiken gelernt oder so, die eigentlich gar keine solche sind. Aber wenn man sowas dann halt selber bewusst wahrnimmt, wie die das machen, dann kann man halt eben die machen das ja genauso, ne? Nur machen die es unbewusst. Aber ich weiß es halt selber und dann komme ich drum rum. Deswegen bin ich überhaupt in diese Situation überhaupt erst gekommen. Weißt du, was ich meine? Okay. Also das heißt, das ist so das Ding. Also ich nehme auf jeden Fall jeden Tipp mit. Aber das ist das, was ich halt gerade sage, so, ne, in der Verhandlung wird mir keiner wirklich mehr helfen können. Da bin ich dann wirklich auf mich gestellt. Aber das ist ja auch genau das, was ich gerne zeigen möchte. Dass man auch, wenn man auf sich gestellt ist, selbst im Ausland, ohne die Amtssprache zu kennen, ohne Anwalt, ohne Papiere, ohne Person, nur als Mensch, wahrgenommen wird. Und unter Umständen halt tatsächlich die Möglichkeit hat, die Macht über sich selber selbst wieder in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich lasse euch
keine Macht mehr über mich ausüben, weil ich euch einfach den Gehorsam verweigere. Ich tue nicht das, was ihr wollt. Ich tue nicht nichts, ich tue nicht das Gegenteil. Ich tue das, was ich für richtig befinde. So, und damit kann ich also durch die Grauzonen ziemlich gut durchsurfen. Dabei immer unter dem Aspekt für dein eigenes Wohl und für das Wohl von allem, was ist, dich einzusetzen. Genau. Und dieses Wohl für alles, was ist, das ist ja ein ganz angenehmer Beitrag, so nenne ich das mal, oder eine angenehme Ergänzung. Das schließt nämlich auch die Dame ein, die dir dann da gegenüber sitzt. Oder ja, genau, alle, die eben, genau das ist es ja. Und das ist ja auch die Quelle meiner Kraft, dass ich da überhaupt solche Sachen machen kann und keine Angst habe, weil ich weiß, es ist eh alles eins und meine kleinen Vorstellungen davon, was der große Plan beinhalten möge, weiß ich, dass es gibt was Größeres und ich weiß einfach, dass mir nichts Schlimmes mehr passieren kann, weil ich nun mal einfach nicht mehr als schlimm deute. Punkt. Ja, da bitte ich dich auch, nimm genau die umgekehrte Formulierung, ja? Ja, danke, das ist nicht dein Ding, geil. Dass du in der Sicherheit bist, dass du in der Liebe bist, dass du liebevolles Miteinander praktizierst, ja? Genau. Und alles negieren, ja, ist genau das Gegenteil von dem, was wir uns eigentlich wirklich wünschen. Ja. Also da ganz, ganz konsequent drauf achten, immer wunderbar die Dinge formulieren, die ihr dir wirklich wünscht, ja, und dabei kann es immer nur um Frieden, um Liebe, um Dankbarkeit, um ein gesundes, liebevolles Miteinander gehen, hier auf diesem Planeten, ja. Ach, es ist schön, mit dir zu reden. Es ist, als würde man mit sich selbst reden. Aber es ist ja auch ein Selbstgespräch, nicht wahr? Jo, ich bedanke mich bei dir. Wenn wir miteinander verbunden sind, dann ist das ja wohl klar. Das ist alle verstehen. Ja. Wir hören uns, okay? Ja, ich danke dir für deine Zeit. Bleibt es dabei, dass wir das... Ach so, es bleibt... Ich kann das in den Blog posten, dieses Video hier, oder? Ja, natürlich. Ja, denke ich mir doch. Auf jeden Fall. Alles, was für dein Wohl, für das Wohl von allem, was ist, ist immer gut. Also weiter so. Wunderschön. Wir ist ein Wir. Genau. Das Wir ist ein Wir. Es gibt ein schönes Wort im Deutschen. Das sagt alles aus in einem einzigen Wort. Das ist wirklich. Das Ich wirkt im Wir. Das ist alles. Wunderschön. Wunderschön, wirklich. Ja. Okay. Dann braucht man auf jeden Fall kein Eigentlich mehr. Ja. Aber das ist auch ein Wort, das mag ich eigentlich. Genau. Ja. Das Eigentlich ist aufs Wesen bezogen. Finde ich auch schön. Wenn ich das damit meine, ne, definiere das, wenn ich sage, eigentlich meine ich damit, aufs Wesentliche bezogen und dann kommt die Aussage, dann finde ich eigentlich ein wunderschönes Wort. Aufs eigene bezogen. Ja, okay. Ja, deswegen ist es so schön, dass wir uns hier von Herz zu Herz erinnern. Ja. Ja. Toll. Das bedeutet, da kannst du nur in der Wahrheit sein. Und ganz wichtig, auf Augenhöhe. Wir sind alles Botschafter mit Doppelhoch in einem Bogen und das Boot heißt Erde. Ja, so sieht's aus. Alles man sieht sich. Ja, mach weiter so. Ciao. Ja, auch. Ciao. Danke. Viel Erfolg dabei. Danke. Und, wenn dort ist, meldet ihr euch. Machen wir. Danke. Ja. Danke. Tschüss. Ja. Liebe Grüße. Liebe Grüße an alle. Ja, ihr auch an alle da, die ich noch kenne und noch nicht kenne. Drückt euch mal feste. Machen wir. Alles da hinten auch. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ja, alles Liebe. Ja, ciao. Danke. Auch.